Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und der heutige Park, der ist von DTV Entertainment. Er hat das Ganze per E-Mail eingesendet. Und nur für euren kurzen Stand, der Park wurde am 8.8.2019 eingesendet. Das heißt, über einen Monat her. So weit hänge ich hinterher mit den Parks. Ihr habt richtig viele eingesendet. Und ich werde jetzt zusehen, dass ich das Format sehr regelmäßig bringen werde mit Videos. Damit wir einfach hinterherkommen und wieder auf den aktuelleren Stand kommen, was die Parks angeht. Ihr habt euch so viel Mühe gegeben und ich will auf jeden Fall jeden von euren Parks bewerten, die ihr mir eingeschickt habt. Der gute DTV Entertainment hat natürlich auch eine kleine Nachricht für mich geschrieben, nämlich: Lieber Danny, ich schaue mir noch nicht lange deine Videos an, aber ich bin ein Riesenfan deines Parkbewertungsformats. Ich habe mich deswegen auch mal rangesetzt und hoffe, dir gefällt mein Park, den ich in 5 Stunden aufgebaut habe. Besonders viel Zeit ließ ich mir auch beim Benennen der Dinos und der Objekte, die du sicher reichlich siehst. Die Namen sind alle querbeet durch die gesamte Film- und TV-Welt und auch Gaming-Welt vertreten. Und einige von ihnen basieren sogar auf Filmzitate aus dem Jurassic Park-Franchise. Nur die Gehege haben eigene Namen, die man an den Toren ablesen kann. Das ist der erste Park, wo ich so viel Zeit investiert habe und hoffe, dass es noch weitere gibt, die dann auch den Weg zu dir finden. Grüße von DTV Entertainment. Und dann hat er noch dazu geschrieben: Herzlich willkommen in DTV Dino World. Also ich denke mal, das wird der Name sein. Sehr, sehr cooler Name. Und ich finde es besonders gut, dass du die Namen auf Filme und TV und auch Gaming-Sachen beziehst. Und natürlich freue ich mich am meisten darauf, auf die Filmzitate. Mal gucken, ob wir die alle erkennen und erraten. Also da bin ich sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall viel auf die Namen achten. Und ich würde sagen, jetzt starten wir direkt in deinen Park. So, und damit sind wir in DTVs Dino World. Und das ist ja schon mal sehr vielversprechend hier, der Anblick von hier oben. Hier können wir uns schon mal auf ein großes Pflanzenfressergehege freuen. Hier ist so ein Vulkangehege gebaut. Aber da kommen wir alle später zu, Leute. Wir fliegen direkt zum Eingang. Ich dachte mir, es ist ganz schön, wenn wir mal mit dieser Ankunftsanimation hier anfangen. Wir gehen natürlich zum Eingang. DTV Dino World heißt das Ganze. Und ich muss sagen, mir fällt hier erstmal was Komisches auf. Seht ihr das mit dem Weg? Das gewollt, dass der nicht verbunden ist? Man kann das doch da drunter verbinden, oder nicht? Ich glaube eigentlich schon. Ja, guck mal, hier könnte man eigentlich drunter bauen. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ist ja auch nicht schlimm. Kannst du ja mal reinschreiben in die Kommentare. Okay, der Weg ist aber hier hinten auch noch verbunden. Hast du vielleicht vergessen oder so. Ist ja nicht schlimm. So, ich würde sagen, wir fangen direkt als Besucher an und starten in einen Park. Und man kommt als allererstes natürlich in einen schönen Besucherbereich. Sieht jetzt erstmal sehr, sehr schön und einladend aus, muss ich sagen. Aber was ich jetzt, also mir so ein bisschen auffällt, ist, ich weiß nicht, ob hier so ein Elektrozaun angebracht ist. Ich glaube, ich hätte auch lieber einen normalen Zaun nehmen können, weil immerhin können die Besucher da so mit der Hand ankommen, ne? Ist ja immer ein bisschen gefährlich. Aber darüber lässt sich streiten. Das sind alles so Kleinigkeiten. Hier ist so eine ganz kleine Stelle. Ich weiß, es ist manchmal, lässt sich manchmal nicht vermeiden. Ist an sich auch nicht schlimm. Also da sehen wir jetzt einfach mal drüber hinweg. Hier ist so eine Fossilienzone. So, ihr grabt also Dinosaurier aus. Ja, natürlich tun wir das. Dann haben wir hier ein Restaurant, große Kantine, nee, große Kantine, Entschuldigung, große Kantine. Hier haben wir einen Kleiderladen, H&M Jurassic Shirts, sehr cool. Und Nintendo Land, oh, Nintendo, ich liebe Nintendo. Super Nintendo, beste Konsole. Ja, sehr cool, also 4 gute Läden, die du dir ausgesucht hast. Und dann geht es hier direkt weiter mit einem Weg. Da sind auch so ein paar Hügel und so drin. Aber ich weiß, das ist manchmal echt schwer mit diesen ganzen Glätten-Tools, vor allem, dass die immer so riesig sind. Aber sehr schön gemacht hier. 2 Links- und Rechtswasserbereiche. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann kommt man direkt zum Innovationszentrum. Das sieht auch sehr cool aus, ne? Hast du direkt so rund gebaut. Ah, okay, ich verstehe. Du hast hier nur sozusagen einen Weg zum Innovationszentrum hin. Und dann kann man hier einmal außen rumlaufen. Kann ins Innovationszentrum natürlich rein. Finde ich sehr schade, dass man da nicht rein kann. Das Ganze heißt Holo-Pyramide. Ah, weil da drin diese Holo-Sachen sind, ne? Diese, ja, sind doch Hologramme. Ja, diese Dinosaurier-Informationen und sowas, die kennt man ja aus dem Film. Auch hier sehr schön mit den Bäumen drumherum gearbeitet, sieht nice aus. Ganz tolle Kombination hier mit dem Wasser, mit den Dings. Und hier die Klippen, das sieht auch ultra cool aus. Also von hier oben sieht das mega nice aus, also richtig cool. Hier hinten hast du einen kleinen Dinosaurier, also hier Industriebereich. Dino, Betäuber und Transporter. Ich kann fliegen. Und was haben wir hier? Go-Go Power Rangers, sehr gut.
Okay, die haben einfach nur so normale Namen. Also hier hast du einmal Jeeps und Helikopterversorgung. Hier hast du ein Ausbrütgehege. Einfach ganz klein und schlicht. Aber reicht ja, ne? Hier werden Raptoren gezüchtet. Alan Grant wahrscheinlich, ne? Das ist wahrscheinlich ein Zitat, ne? Hier werden Raptoren gezüchtet von Alan Grant. Gehe ich jetzt mal von aus. Habe ich auch, glaube ich, schon mal gehört. Oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Ihr kennt euch da ja immer besser aus. Dann geht es hier um den großen Kreis, geht's weiter. Und dann kommt man zum ersten Gehege. Und da sind wunderschöne Dinosaurier drin. Ich liebe Edmontos. Die haben so tolle Skins. Ich meine, schaut euch mal die Skins an. Sind die nicht wunderschön? Alle verschiedene Farben und verschiedene Kopffarben. Und machen gleichzeitig Synchronsingen für uns. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Eine tolle Dinosaurier hast du auf jeden Fall gewählt. Wir gehen mal hier weiter. Hier ist natürlich alles nicht ganz so sauber gearbeitet, aber es ist ja auch keine Pflicht. Man kann hier natürlich immer viel, viel sauberer am Zaun und so lang arbeiten, aber das sind alles so Kleinigkeiten. Finde ich auch nicht schlimm. Also das Gesamtpaket von deinem Park gefällt mir schon sehr gut. Was ist denn hier passiert? Also hier sollte der Weg, glaube ich, auch in Beige sein. Aber auch nicht schlimm. Hier fahren wir weiter. Hier sind über so ein paar Hügelchen drin. Und dann haben wir hier Laden der Strohhutpiraten. Okay. Strohhutpiraten. Könnte das One Piece oder so sein? Habe ich nie geguckt. Aber da gibt es doch so einen Ruffy oder wie der heißt. Der hat doch auch so einen Strohhut. So, weiter geht's. Hier kommen wir zu einem Hotel. Pension an Edmontosumpf. Ja, das macht Sinn. Hat man auch eine schöne Sicht, ne? Oh, hier gibt es auch eine Jurassic Tour. Da freue ich mich schon drauf. Sehr cool. Was sehen wir da? Das müssten Albertos sein, da unten. Sehr nice. Und hier kann man die Edmontos sehen. Ja, macht ja auch Sinn, ne? Wenn das Hotel so heißt. Und dann haben wir hier noch einen schönen Turm mit toller Aussicht auf die Edmontos. Nicht Bäume im Weg. Aber man kann die Albertos sehen, immerhin. Ich weiß nicht, ob das gewollt war. Wahrscheinlich nicht. Aber kann passieren. Ist, glaube ich, auch der einzige Aussichtspunkt auf die Edmontos. So, gehen wir auch mal hier die Namen kurz durch. Ich bin ja sehr gespannt auf die Namen, weil du ja meintest Film- und Gaming-Szenen und sowas. Sleephead sagt mir nichts. Preset sagt mir auch nichts. Ducky, das könnte in einem Land von unserer Zeit sein. Sicket sagt mir nichts. Sapphire, Emerald. Gute Frage. Saphir, Emerald. Emerald ist grün. Das ist halt ein Saphir für eine Farbe. Rubin ist rot. Saphir blau? Ich glaube ne, schon, ne? Ich glaube ja. Keine Ahnung. Scheint wohl aus irgendeiner Serie oder sowas zu sein. Was haben wir denn hier noch? Polarkanthus. Polar und Thorin. Das sagt mir was. Thorin. Thorin. Ist das Game of Thrones? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich bin so schlecht oder sowas. So, hier geht nochmal ein Weg weiter. Hier geht es dann in eine Einschienenbahn. Wir wollen Zug fahren. Na, das machen wir nicht. Das dauert mir zu lange. Wir gehen hier hinter den Weg weiter. Hier scheint irgendwas Großes zu sein. T-Rex Königreich. Sehen wir ja schon. Das Tor. Stimmt, so heißen ja immer die Gehege, ne? Das Gehege hier auch einen Namen. Der Edmontosumpf. Okay. Perfekt. So, hier ist das T-Rex Königreich. Aber wir kriegen noch keinen Blick auf den T-Rex. Wir laufen ja wie ein Besucher hier durch. So, weiter geht's. Dann haben wir hier zu unserer Linken. Was haben wir hier? Ein Hoch auf die Wissenschaft stand da wahrscheinlich, ne? Ja. Genau. Und hier kann man dann rumgehen zu dem Turm. Der heißt Panorama-Aussicht. Bin mal gespannt. Schöne Einschienenbahn im Blickfeld. Ne, geht aber noch. Leider sieht man gerade gar keine Dinos. Doch, da. Ein Diplodokus. Und da ein Kopf von einem Brachio. Sehr nice. Okay, cool. Finde ich ganz nice, dass man hier so durchlooten kann und mit etwas Glück ein Dino sieht. Coole Sache. C und A haben wir hier. Hier haben wir den nächsten Aussichtsturm, Panorama Aussichts 1. Ja, du hast wahrscheinlich die Bäume im Nachhinein gesetzt, oder? Weil die Bäume blockieren hier schon gut die Sicht. Immer, muss man immer ein bisschen kontrollieren. Weil man kann hier nicht viel von den Dinos sehen, leider. Aber ist nicht schlimm. So, weiter geht's. Hier auch schön mit der Einschienenbahn am Rand entlang. Wir gehen jetzt hier mal ganz in Ruhe den Besucherweg lang. Ich bin sehr gespannt, was wir alles zu Gesicht bekommen. Den T-Rex haben wir noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Aber wir kommen jetzt hier in eine Jurassic Tour. Darauf freue ich mich. Die heißt klassische Sauropodentour. Also wahrscheinlich doch nur durch das Sauropodengehege hier. Aber wir fahren natürlich selber. Der Controller ist schon am Start. Und da geht auch schon die Mucke los. Und wir düsen davon.
Bin ich ja mal gespannt. Sauropoden sind tolle Dinos. Ich liebe sie. Alle. Am meisten den Brachen. Dann den Diplodocus. Dann den Kamara. Aber ich liebe sie alle. So. Da kommen wir schon zu den ersten Dinos. Als allerersten haben wir hier zur Begrüßung einen Apatosaurus. Vielleicht kommen wir unten durch, vielleicht nicht. Wir werden es testen. Boah, passt. Gerade so. Sehr schön. Oh, jetzt werde ich ausgebremst von dem Schweif. Das ist auch ein Apato. Ja, ne? Hab schon. Oh, der trinkt gerade. Wie schön. Also ich muss ja wirklich sagen, bei Jurassic World Evolution, ne? Dass die Dinosaurier so schön gemacht wurden und so schöne Animationen haben. Also, da bin ich mir sicher, dass es das Dino-Spiel ist mit den besten Animationen und den schönsten Dinosauriern. Also sehr, sehr sicher. Oh, hier fährt man richtig schön so, ja, durch das Wasser so, fast. Schade, dass man so eine Strecke nicht durchs Wasser machen kann, ne? Wo sind die ganzen Dinos? Oh, da sind irgendwelche Gullis oder so. Schade, dass man kein Fernglas hier hat. Aber man sieht schon Diplos. Ich glaube, Gullis sind es. Könnten noch Archeornotonimus sein. Das weiß ich nicht. Aber wir fahren weiter. Wir kommen da sicherlich gleich nochmal vorbei. War bestimmt noch nicht alles. Ab ins... Ach, hier sind wir gar nicht im Gehege. Das finde ich auch immer cool, wenn man auch mal so ein Stück draußen hat, ne? Wir können jetzt hier direkt neben den Besuchern einmal überfahren. Entschuldigung, Leute. Aber ihr seid gut ausgewichen. Ich wollte nur eure Reflexe testen. Oh ja. Jetzt geht's ins Fleischwassergehege. Albertosaurus müsste es sein. Hallo, Jungs, was geht? Oh, cooler Dino. Oh, wir kriegen direkt Show. Hört euch das an. Direkt Show geboten für uns. Ein Machtkampf um die Alpha-Position der Gruppe. Okay. Der hier scheint gewonnen zu haben. Dürfen wir durch? Oder schlecht? Ich glaube, er hat gerade nicht so Lust, uns durchzulassen. Oh, ganz grimmig angeguckt. Oh, die beiden, die sind aber ganz schön viel am Machtkämpfen. Also, hier scheint das noch nicht so geregelt zu sein, wer hier das Alpha-Weibchen oder Männchen ist. Aber er setzt sich immer noch durch. Es setzt sich eigentlich immer der aus, durch, der länger stehen bleibt. Okay, interessant. Aber schön anzusehen. Hast du ja auch eine schöne Steppe gemacht. Finde ich cool. Ist ja meistens bei so Carnivoren so, dass die lieber, also gerade bei Großen, dass die lieber so Steppen mögen und nicht so viel Wald und Berge und sowas. So, jetzt sind wir wieder außerhalb von den Gehegen, sehe ich schon. Da oben ist ein Turm. Ich glaube aber, jetzt geht es nochmal gleich in das Sauropodengehege, hoffentlich. Kriegen wir da nochmal ein bisschen was zu sehen. Please stand clear. Genau, jetzt sind wir hier nochmal drin. Sehr schön. Hier links können wir... Also hier geradeaus sehen wir die Diplos. Und links sieht man den Arsch von einem Brachio. Das war's dann aber auch schon. Der versteckt sich leider gerade. Das war's schon mit der Tour. Wie schade. Wir düsen auch einmal schnell durch hier. Also hier sind die Diplos. So, das dürften Archeornotonimus sein, ne? Schreibt's in die Kommentare. Ihr wisst das immer besser als ich. Ich will jetzt auch nicht rausgehen hier aus der Tour, aber müsste eigentlich so sein. Sehr gut. Apartus haben wir gesehen. Oh, das sind jetzt aber Gullis hier, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, du hast das so ein bisschen gemischt. Ist aber sehr passend. Ich finde, diese Vogelstraußartigen Dinosaurier passen gut mit Sauropoden zusammen. Also hier haben wir wirklich alle Sauropoden vertreten, die es gibt, glaube ich, oder? Wobei, so ein paar vermisse ich. Ich glaube, den Dreadnoctus, oder wie der heißt, habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Aber kann auch sein, dass du ihn nicht freigeschaltet hast. Das ist ja auch, glaube ich, irgendein DLC-Dino oder so. Und ich weiß nicht, ob ich noch wen vermisse. Keine Ahnung. Aber auch hier sollten wir nochmal kurz die Namen checken, ne? Einmal rüber fliegen. Doc, der einsame Dinosaurier, Raylan, Großmutter, Pat, Giraffe, Titan, Shorty, Spike, Littlefoot. Ah, da haben wir auf jeden Fall in einem Land unserer Zeit.
Die junge Kuh, WWD, Einstein, Stephen Hawking, Pythagoras, ah, okay, Goethe, Galileo, Newton. Also das sind alles hier wichtige ja, Wissenschaftler, würde ich jetzt fast zusammenfassen. Ja, nicht alles, ne? Goethe zum Beispiel nicht. Aber alles historische Personen. Tiny, Shiny, Ark, Fire, John, Stork, Monika und Großvater. Ich weiß jetzt nicht, ich konnte jetzt hier viele nicht zuordnen, muss ich sagen. Aber ihr könnt ja mal die Serie, Film oder Gaming oder was auch immer in die Kommentare schreiben. Von wem die denn alle so kommen. Was war es denn jetzt überhaupt? Archeornithimimus? Gallimimus? Sind das alles Gallis? Täusch mich bitte nicht. Da, ne, auch Archeus. Das heißt, ich lag richtig, auch wenn ich die vielleicht falsch identifiziert habe vorhin. So, wir gehen weiter. Ah ne, die Albertus will ich auch noch kurz chatten, Leute. Albert und Leo. Leopard, okay. Ich dachte, er ist Leopold. So, weiter geht die Tour. Zum nächsten Besucherbereich. Sehr cool. Finde ich nice, dass du hier wieder einen Besucherbereich hast. Sony PlayStation habe ich leider nie gehabt. Safari Plush. Der Bunker. Safari Food. Rare Fanartikel. Wii Sports. Sports. Mega cool. Macht mega Spaß. Drunken Clam. Krosse Krabbe. Overall für dicke Italiener. Wow, okay. Pastas aus Italien. Und dann geht's weiter hier. So, was haben wir denn verpasst? Wo gehen wir denn jetzt überhaupt lang? Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier zu diesem Turm. Panorama-Aussicht. Oh, hier ist das coole. Das finde ich auch cool, dieses mit den Bergen dahinter. Den Felsen. Sieht mega nice aus. Weiß nicht, was da hinten gerade läuft. Ich kann es nicht erkennen. Leider zu weit weg. Wir gehen mal in den nächsten Turm. Können wir es von hier sehen. Der ist zu weit weg. Noch ein Turm weiter. Von hier aus könnte es klappen. Ah ja, ein Indominus Rex. Interesting. Sehr mutig, sowas zu bauen. Gefährlicher Dinosaurier. Und das Gehege heißt unser erster genetischer Hybrid. Interesting. Cool. So, hier hast du wieder einen Turm. Mit dem Blick auf Bäume. Du liebst es, Bäume zu machen, oder? Toast Hill. Wow, okay. Da wird sich Indospino freuen. Toast und Weißbrot haben wir hier. Die beiden. Auch sehr schönes Gehege, ne? Schön gestaltet. Schön bergig. Dieses Gras, also das gefällt mir sehr gut. Hier so ein bisschen Felsen. Hier ein schönes Gewässer. Nice gemacht. Wir gucken mal, wie der Indominus heißt. Tarnkappenkiller. Okay, der wird wahrscheinlich die Modifikation drin haben, oder? Leider ist er gerade nicht in den Bäumen. Lauf mal in die Bäume. Komm, tu uns den Gefallen. Schreien kannst du, ne? Aber lauf mal in den Wald rein, komm. Bitte. Zeig uns deine Tarnung. Oh, er macht es, glaube ich, wirklich. Komm. Nein, links, 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 links. Ah, okay, never mind. Hat leider nicht geklappt. Egal, wir fliegen weiter. Zum Hotel. Pension an der Sauropoden-Safari. Ah ja, okay. Was haben wir hier für einen Blick? Was sehen wir denn da? Und Velociraptoren, ne? Ja. Leider ist hier die Blume im Weg, aber da unten ist auf jeden Fall ein Velo. Können wir rechts noch was sehen? Nee, leider nicht. Okay. Gehen wir hier raus. Hier haben wir nämlich schon den nächsten Aussichtsturm. Hast du viele von gemacht, aber leider sehr häufig von Bäumen versperrt. Aber da sehen wir nochmal die Raptoren. Durch die Baumspitze so ein bisschen durch. Sehr gut. Wir wollen Zug fahren 2. Kommt hier der nächste Turm schon. Du hast echt viele Türme gemacht. Richtig gut. Was läuft denn da wieder weg? Oh, ein Spino. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wir gehen weiter. Ich hoffe, den sehen wir gleich noch ein bisschen näher. Ich gehe mal erstmal hier hinten entlang. Am Spino-Gehege vorbei. Da hinten kommt sogar nochmal ein Gehege. Sehr cool. Oh, da sind Stegos. Wie heißt das? Sumpfdelta heißt das Spinosaurus-Gehege. Boah, hier ist natürlich alles sehr steil und bergig, ne? Aber ich weiß, es ist halt immer vom Platz sehr schwierig. So, Anzeige. Na, da sehen wir zumindest ein Stego. Aber die verstecken sich leider gerade alle. Schade, schade. Ja, wir gehen mal einmal rein. Komm, wie heißt das Gehege? Stegosaurus-Hügel. Ja, stimmt, ist wirklich so ein kleiner Hügel. Stacks. Warte, jetzt kommt eine Frage. Oh Gott, wie viele Saras
gibt's auf der Insel? Wir sind leider noch nicht durch und ich habe, glaube ich, noch keine einzige Sarah gesehen, wenn ich ehrlich bin. Sarah. Okay, das ist eine Sarah. Eins. Die 10 wert. Eine Sarah. Sarah Harding. 2. Okay. Ist das hier auch eine Sarah? Sarah. Sarah. Okay, ich zähle schon mal 4. 4 Sarahs haben wir schon mal am Start. Sehr gut. Boah, der hat aber ein großes Gehege. Ist da nur einer drin? Okay, dem gönnst du richtig Platz, dem Sumpfmonster. Na, ist auch cooler Dino, ne? Guck mal, der läuft natürlich direkt in die Bäume rein. Hab grad keine Lust, beobachtet zu werden. Aber cooles Gehege, ja, mit dem Wasser. Sieht sehr nice aus. Ja, wo war ich denn jetzt hier? Ich bin ja eigentlich schon jetzt hier vorne, ne? Genau. Rekruten der Sicherheit. Hier das Sicherheitszentrum. Ja, die Wege sind natürlich echt... das ist natürlich... Also darauf möchte ich nicht laufen, auf diesen steilen Wegen. Hier ist ja sogar ein Gehege, das wusste ich gar nicht. Wie cool. Dann haben wir Triceratops, Tricky, Amber und Ghost. Und Travis. Tricky, Amber, Ghost, Travis. Vielleicht kennt man die. Petra, Dylan, Blue, Becky. Irgendwie habe ich nicht so viele Filme und Serien erkannt, wenn ich ehrlich bin. Tank. Und Mr. Wood war es, glaube ich, ne? Ja. Und hier haben wir noch Pachis, Mönch, Ang, Priester. Ich erkenne halt wirklich kaum Dings. Ihr müsst das echt in die Kommentare schreiben. Also entweder kenne ich diese Serien oder Filme oder Spiele nicht. Oder ich komme gerade nicht drauf. Ja, ich glaube, wir sind schon jetzt einmal fast durch. Aber ich muss sagen, von oben sieht das schon sehr cool aus hier, die Gestaltung. Sieht mega nice aus hier, der Eingangsbereich. Hier dann diese Klippen und so. Dann hier vorne diesen Vulkan, das Vulkangehege mit dem Berg. Hier das Sauropodengehege. Dann hier hinten noch die ganzen, hier das Dingsgehege. Also das ist so wirklich schon so Motto-Gehege so ein bisschen gemacht. Finde ich sehr cool. Also die unterscheiden sich schon stark, die Gehege. Wenn man mal hier guckt, sieht halt komplett anders aus als das Gehege hier zum Beispiel oder das hier. Also richtig, richtig cool. Fliegt nochmal hier in dieser Sicht rüber. Bei den Sarahs bin ich mir gerade nicht sicher. Oh, bei den Rexys waren wir auch noch gar nicht, Leute. Da gehen wir auch gleich noch rein. Also Sarahs habe ich bis jetzt, glaube ich, nur 4 gesehen. Bestimmt verzählt. Nee, passt aber. Ich glaube, wir haben alle gesehen, außer die Rexys. Bin ich mir ziemlich sicher. Gehen wir nochmal hier in das Gehege. Aber man hatte auch nicht viel Chance, die zu sehen. Muss man ja einfach mal sagen. Aber es ist ein sehr cooles Gehege. Also das hier wirklich zwei so vulkanartige Berge gebaut. Ist halt bei Vulkanen immer sehr schwer, dass man nur so... Also man, das ist halt das Steilste, was geht. Wäre halt cooler, wenn man so richtig steile Klippen bauen könnte. Das wäre nice. Könnte man das auch besser machen. Announcement Rex. Und dann die Saurus Rex. Da ist er. Da bin ich. Vertreten im Park. Da freue ich mich. Ja, das ist auch der mit dem coolen Skin. Den feiere ich. Ja, T-Rex auch cool, ne? Kann man nichts mit falsch machen. Aber ich würde sagen, wir sind soweit durch mit dem Park. War sehr cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Glaub aber wirklich nicht. Ne, wir haben alles gesehen. Also vielen, vielen Dank, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Schreibt mal in die Kommentare auf jeden Fall, welche Filme und sowas ihr erkannt habt und ob euch der Park gefallen hat. Also mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Also vielen, vielen Dank. DTV Entertainment war, glaube ich, der Name, ne? DTV Dino World, ja. DTV Entertainment. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Und falls ihr auch mal einen Park einsenden wollt, dauert allerdings ein bisschen, bis ich den bewerte, weil, wie gesagt, das war jetzt ein Park vom 8.8. wurde der eingesendet. Also könnt ihr euch ja ausmalen, wie lange das noch dauert, bis ihr dran seid. Aber unten in der Videobeschreibung steht drin, wie ihr das Ganze machen könnt. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.